jetzt weiter im Text. Wir sind schon seit einer ganzen Weile wieder wach. Also, wenn man unseren Tod dann als Schlaf bezeichnet hat. Und wirklich viel geschafft haben wir noch nicht. Diese riesige Leiche steht still und mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke des Raumes. Sie muss einmal ein Mann gewesen sein, der in jungen Jahren sehr kräftig war. Nach dem Zustand der Leiche zu urteilen, ist sie erst vor kurzem gestorben. Die frisch eingenähte Nummer auf der Stirn lautet 1664. Ah, so viel also zu meiner Theorie, je höher die Zahl, desto länger sind sie hier. Wahrscheinlich ist es eher andersrum. Diese Leiche scheint die Funktion eines Bibliothekars zu erfüllen, denn sie trägt einen riesigen Stapel Bücher auf dem Arm. Oh, schauen wir uns die Bücher doch mal an. Die Bücher scheinen alte Dienstbücher der Leichenhalle zu sein, von denen keines besonders auffällig ist. Als du die Eintragung durchgehst, bemerkst du eine lose Seite, die zusammengefaltet zwischen zwei Büchern liegt. Du hast den Verdacht, dass sie jemand absichtlich dort versteckt hat. Die nehmen wir doch mal mit. Die Seite sieht nicht so aus, als gehöre sie zu den Dienstbüchern. Sie scheint eher aus irgendeinem Verzeichnis zu stammen. Die Kante ist so sauber, als wäre die Seite mit einem Messer abgetrennt worden. Sie muss absichtlich herausgenommen worden sein. Ha, vielleicht ist das die Seite, die in dem Dienstbuch fehlte. Du liest dir die Seite kurz durch. Es ist eine Liste von Leichen, die zur Leichenhalle gebracht und im Empfangsraum protokolliert wurden. Alle Einträge scheinen Neuzugänge zu sein. Hat der Zombie sonst noch irgendwas? Nö, es war nett, mit dir gesprochen zu haben. Leb wohl. Dann gucken wir uns doch mal die Seite an. Seite aus dem Dienstbuch des Empfangsraums. Ja. Diese zerfledderte Seite sieht aus, als sei sie aus dem Buch herausgerissen worden. Auf ihr ist in kleiner, unleserlicher Schrift geschrieben 16.537. Okay, eine ganz schön hohe Nummer. Fünfte Nacht. Ach, das ist nicht die Nummer der Leiche, sondern der Tag? Ha. Betrunken, Wunde im Brustkorbbereich, Todesursache Hieb mit einem Misshandler. Abishai? Was ist ein Abishai? Sammler Pocke, 3 Kupferstücke ausbezahlt, keine Besitztümer. Oh, da springt uns doch ein Name gleich entgegen, Ferret. Ausgetrocknete Leiche, Todesursache unklar, Alter der Hülle verhindert Identifizierung. Sammler Ferret, 3 Kupfermünzen ausbezahlt. Keine Besitztümer, in Klammern bereits abgenommen, Messerspuren weisen auf Sektionen hin. Ja, das hört sich doch so an, als wenn es zu Ferret passen würde. Dahl hat uns ja schon gewarnt, dass er vor nichts Halt macht, um an irgendwelche Besitztümer zu kommen. Aber sind wir das? Sind wir die ausgetrocknete Leiche? Wir sehen vernarbt aus, aber nicht unbedingt ausgetrocknet, oder? Ah, narbige Hülle, das klingt doch nach uns. Todesursache unklar. Narben scheinen nicht die Todesursache zu sein. Schocktrauma? Sammler Ferret, 3 Kupferstücke ausbezahlt. Registrierte Besitztümer? Fausteisen, 13 Kupferstücke. Mittlerer Tisch, Empfangsraum. Ja, die haben wir schon bekommen. Oh. Aber Ferret hätte bestimmt das Fausteisen und die 13 Kupfermünzen mitgenommen. Das ist schon komisch. Was haben wir hier? Ausgetrocknete Leiche Nummer 2. Todesursache unklar. Die sind sich bei vielen Dingen unklar. Hier auch schon wieder. Aber gut. Alter der Leiche verhindert Identifizierung. Sammler Ferret. 3 Kupferstücke ausbezahlt. Besitztümer sind Messerspuren, weisen auf eine Sektion hin, die jedoch unvollständig ausgeführt wurde. Kupferohrring im Unterleib gefunden. Ohrring wurde im östlichen Vorbereitungsraum eingeschlossen. Also, da wo wir aufgewacht sind, das war ja auch so eine Art Vorbereitungsraum. Also entweder für die Wiedererweckung oder für das Einäschern, nehme ich mal an. Aber das war im Westen dieses Bereiches. Aber da müssten wir gleich hinkommen. Skelett, das sind wir auf jeden Fall nicht. Todesursache unklar, Alter der Hülle verhindert Identifizierung. Sammler Ferret, 3 Kopfstücke ausbezahlt. Keine Besitztümer, Messerspuren weisen auf die Sektion hin. Wie bei den vorhergegangenen Einträgen zeigen diese von Ferret gelieferten Hüllen Zeichen einer Präparation. Ich habe eine Untersuchung der Angelegenheit durch den eingeweihten Emoryk angewiesen. Außerdem ist Eintrag 16.542 ein Mitglied von Ferrets Bande, die ich bereits gesehen habe. Emoryk sollte genau untersuchen, wie dieser Mann gestorben ist. Ja, ist natürlich auch praktisch, wenn sich irgendjemand zu unbeliebt macht in seiner Bande, bringt ihn einfach um und verkauft ihn hierher. Tiefling, männlich, Todesursache, Hiebwunden, Entfärbung der Wunden,
konsistent mit Grabesfäule. Ghoul-Clown? Fragezeichen. Sammler Ferret, 3 Kupfermünzen. Keine Besitztümer. Die Einträge 16.543 bis 16.556 sind im Buch eingetragen, jedoch ohne weitere Erläuterung. Sie sind vielleicht die Leichen in dem Raum? Und wenn ja, wurden ihnen noch nicht ihre Besitztümer abgenommen? Die Leichen in welchem Raum? In dem Raum hier von Dahl? Ja, hier sollen ja die Besitztümer abgenommen werden. Aber wir konnten da nichts machen. Gut, Bandage erstmal dahin. Gehen wir nochmal kurz zurück und gucken uns da um. Ich bin weg. Das hier könnten dann die Eintragungen sein, wo noch nichts zu steht. Aber wir können dann nirgendwo etwas mitnehmen oder anschauen. Die Regale hatten wir auch schon ausgeräumt. Und das sind Vertragsarbeiter, die nehmen normalerweise keine Sachen weg. Und selbst wenn, wir könnten sie nicht angreifen wegen Dahl. Na gut, dann halt erstmal weiter. Da unten war nur der Riese. Ist das hier der östliche Vorbereitungsraum? Oh, du siehst mir nicht aus wie ein Vertragsarbeiter. Du siehst eine zierliche junge Frau mit blasser Gesichtsfarbe. Mit ihren eingefallenen Wangen und dem dürren Hals sieht sie so aus, als wäre sie kurz vor dem Verhungern. Sie scheint eifrig damit beschäftigt zu sein, die vor ihr liegende Leiche zu zerlegen, wobei sie mit einem Finger im Oberkörper herumstochert. Seid gegrüßt? Die Frau antwortet nicht. Sie scheint zu eifrig mit der vor ihr liegenden Leiche beschäftigt zu sein. Als du sie dabei beobachtest, fällt dein Blick plötzlich auf ihre Hände. Anstelle von Fingern hat sie Krallen, die sich in schneller Abfolge wie Messer in die Brusthöhle der Leiche bohren und ein Organ nach dem anderen herausholen. Ugh, was ist denn mit deinen Händen los? Die Frau reagiert nicht. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Hey, sie ist ein Tieflingmeister. In Tieflingsadern fließt Scheusalzblut. Ganz einfach deshalb, weil irgendwelche Vorfahren mit dem einen oder anderen Dämon in die Kiste gestiegen sind. Manche werden davon ganz hohl im Kopf und sehen auch hohlköpfig aus. Und bekommen dann anscheinend Krallen an den Händen. Dann klopfen wir ihm auf die Schulter, damit sie uns bemerkt. Vielleicht ist sie ja taub. Die Frau zuckt zusammen und dreht sich blitzschnell zu dir um. Ihre Augen sind eitrig gelb mit kleinen orangefarbenen Punkten als Pupille. Als sie dich sieht, macht sie zuerst eine überraschte, dann eine verärgerte Miene. Sie wirft dir einen missbilligenden Blick zu. Sei gegrüßt? Sie scheint dich nicht gehört zu haben. Sie beugt sich nach vorne und kneift ihre Augen zusammen, als ob sie versuchen würde, dich zu erkennen. Sie scheint extrem kurzsichtig zu sein. Du. Sie schlägt ihre Krallen aufeinander und macht dabei eine merkwürdige Bewegung mit ihren Händen. Du suchen Fäden und Balsamierungsöl und bring beides hier zu Ivan. Geh. Okay, und warum sollen wir das holen? Ich hätte erst noch ein paar Fragen. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Sie dreht sich um. Sie scheint sich nicht gehört zu haben. Ich glaube, diese Staubitussi hat Tomaten auf den Ohren, Meister. Lassen wir sie doch in Ruhe, ja? Ich will eigentlich wissen, was jetzt genau sie damit vorhat mit den Sachen. Weil wir könnten Nadel und Faden und Balsamierungsöl bestimmt gut selber gebrauchen. Du siehst Ivan, sie ist immer noch dabei, den Brustkorb der Leiche mit ihren Krallen zu zerlegen. Der Rhythmus, mit dem sie ihre Krallen bewegt, erinnert dich an irgendetwas, aber dir fällt im Moment nicht ein, was es ist. Schauen wir doch mal genauer zu, vielleicht fällt es uns dann ein. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Während du die Bewegung von Ivans Händen beobachtest, spürst du ein Kribbeln auf deiner Kopfhaut. Und plötzlich verschwimmt alles vor deinen Augen. Bis... Du stehst vor einer frisch niedergemetzelten Leiche. Die Totenstarre entstellt ihr Lächeln auf groteske Weise. Auf ihrer Stirn ist die Nummer 42 aufgestickt. Der Zombie liegt auf einer Totenbank und du hast gerade seine Brust fertig zugenäht. Du hast etwas eingenäht, etwas, das sich als nützlich erweisen könnte, falls du hier nochmal vorbeikommst. Jetzt hören wir ein Echo in unserem Kopf. Bewahre diese Dinge gut auf und warte, bis ich zurückkomme. Die Erinnerung an deine Stimme ist ein Echo, seltsam hohl in deinen Ohren. Du verschränkst die Arme vor der Brust und zu deiner Überraschung tut der Leichnam dasselbe.
Nach einer Weile fallen die Arme wieder an seine Seite und die Vision verblasst, bis du wieder Ivans Hände beobachtest, die ihre stichende Bewegung machen. Na gut, lassen wir sie erstmal in Ruhe. Und schauen wir uns hier mal um. Hier scheint es ja jede Menge Gerätschaften zu geben, wo wir nachgucken könnten, ob da vielleicht Nadelfaden und... Was wollte sie noch? Balsamierungsöl, ne? Ja, ob wir das hier nicht irgendwo finden. Erledigt. Auch wenn die meisten davon nichts wirklich Brauchbares zu haben scheinen. Ne. Haben wir hier noch 3 Vertragsarbeiter? Diese an allen Enden zusammengepflegte Leiche schlurft träge hin und her. Auf ihrer Stirn und seitlich am Hals und auf dem rechten Arm ist die Zahl 506 eingenäht. Die Haut dieser zerfallenen Leiche ist mit so vielen Stichen bedeckt, dass sie wie eine bizarre Landkarte aussieht. Aber warum an so vielen Stellen? Okay, falls der Arm abfällt, steht denn die Zahl noch wenigstens woanders dran, oder wie? Gucken wir uns mal die Stiche genauer an. Die Stiche laufen über die gesamte Leiche. Von den Armen über die Brust und den Hals hoch in die feuchte Masse weißer Haare. Als du dem Liniengewirr folgst, bemerkst du, dass jemand der Leiche eine Nadel in die Stirn gebohrt hat. Daran hängt ein Faden, mit dem der Schädel seitlich zusammengenäht wurde. Du könntest die Nähte aufziehen, wenn du schaffen würdest, den Faden abzuschneiden. Ja, dafür haben wir das Skalpell. Trennen wir das mal auf. Du durchtrennst den Faden sauber mit dem Skalpell. Dann ziehst du die Nadel heraus und ziehst die Stiche auf. Die Haut löst sich von der Stirn ab und gibt den Blick auf den kreideweißen Schädel der Leiche frei. Darauf ist zu deinem Erstaunen die Zahl 78 eingemeißelt. Also eigentlich wollten wir nur die Nadel haben und ein bisschen Faden. Aber wir haben wohl was rausgefunden. Sieht ganz so aus, als hättest du 2 unterschiedliche Namen, Kleiner. Die Leiche starrt dich mit leerem Blick an. Also vielleicht wurde die 2-mal verkauft. Hätte natürlich auch was. Aber das interessiert uns nicht so wirklich. Erledigt. Schauen wir uns mal die nächste an. Diese Leiche, 985, ist auf der Stelle stehen geblieben. Nach dem Zustand ihres linken Beins zu urteilen, hat sich die Leichenfäule schon durch das Knie gefressen. Die Leiche schwankt dauernd hin und her, immer kurz davor, das Gleichgewicht zu verlieren. Oh, geben wir doch mal einen kleinen Stups. Hey, Meister, vielleicht solltest du... Im linken Bein der Leiche knackt es plötzlich und sie fällt um wie ein abgesägter Baum. Ihr Torso prallt auf dem Straßenpflaster auf und platzt wie eine verfaulte Melone. Heraus läuft eine dreckige, blutige Brühe. Zu deiner Überraschung scheint niemand bemerkt zu haben, dass die Leiche umgekippt ist. Noch seltsamer ist, dass das linke Bein noch kurz aufrecht stehen bleibt, als würde es stramm stehen. Als es umfällt, macht es einen dumpfen Schlag. Als du die verwesten Überreste der Leiche betrachtest, stellst du fest, dass ihr linker Arm unversehrt zu sein scheint. Er hat sich bei dem Sturz vom Körper gelöst und scheint von der Verwesung nicht betroffen zu sein, die den Rest des Körpers befallen hat. Ich frage mich, ob wir für diesen Arm Verwendung hätten. Gucken wir doch mal. Ach, der liegt noch auf dem Boden. Linker Arm, Nummer 985. 1-6 durchwucht. Das ist besser als unser Schlageisen. Dieser Arm wurde sauber von Leiche 985 abgetrennt, als sie, zufällig entfiel. Obwohl das Knie der Leiche bis auf die Knochen verrottet ist, hat die Kombination aus dick aufgetragenem Balsamierungsöl und Leichenstarre diesen Arm so hart wie Holz werden lassen. Falls notwendig, könntest du ihn entweder dazu benutzen, jemanden aus weiter Entfernung die Hand zu schütteln oder aber ihm den Schädel einzuschlagen. Ja, ich glaube eher Letzteres. So. Jetzt sind wir mit einem Arm bewaffnet. Das Fausteisen kann erstmal weg. So. Das sieht ja skurril aus. Aber gut. Schon gut. Mit dir hatten wir schon gesprochen, ne? Was haben wir hier? Noch eine Leiche auf einer steinernen Bank. Es gibt kein Anzeichen, woran diese Leiche gestorben ist. Scheinen die wenigsten Leichen hier zu haben. Diese kalkweiche Leiche ist völlig blutentleert und wurde mit Balsamierungsöl behandelt. Eine sauber genähte Naht läuft quer über die Brust der Leiche. Der Gestank dieser Leiche ist wirklich entsetzlich. Jemand hat die Brust dieses Mannes aufgespalten und muss nur noch die inneren Organe entfernen. Da arbeitet sie wohl auch gerade dran. Haben wir hier schon reingeguckt? Nee. Schade, kein Balsamierungsöl.
vielleicht finden wir das ja im nächsten Raum. Nadel und Faden haben wir auf jeden Fall schon mal. Was ist mit dir? Die Augen dieser Leiche stehen sehr eng zusammen und die Augäpfel stehen selbst leicht schief. Einer sieht nach links und der andere nach rechts. Du kannst ebenso die Zahl 257 erkennen, die auf seiner verletzten Stirn steht. Es sieht so aus, als habe die Leiche einige Schläge am Kopf eingesteckt, wodurch die Zahl jetzt noch schwer zu erkennen ist. Wird dir nicht schwindelig, wenn deine Augen so stehen? In den Augen der Leiche flackert kein Funke des Verstehens auf. Sie starren einfach still nach links und rechts. Na gut, lassen wir dich mal in Ruhe und schauen uns im nächsten Raum um. Aber erstmal kurz ein Quicksave.